wirklich dein Reden hören und auf deine Worte hören. Amen. Amen. Wer mich kennt, der weiß, ich rede gerne. Manchmal Sinnvolles, manchmal Tröstendes, manchmal Witziges, manchmal Ermutigendes und manchmal fällt mir das Reden schwer. Und so ist es auch beim Beten. Manchmal fällt es mir leicht und die Worte sprudeln einfach so hervor. Und manchmal höre ich einfach und bleibe still. Und manchmal möchte ich etwas sagen, aber mir fallen die Worte nicht ein. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Und dann fällt mir das Beten schwer. Ich finde keine eigenen Worte aus verschiedenen Gründen. Vielleicht aus Müdigkeit, aus Traurigkeit. Wenn ich krank bin, wenn ich meinen Kopf voller unsortierter Gedanken habe, dass ich gar nicht weiß, was sagen. Und dann hilft es mir, wenn ich kein frei formuliertes Gebet habe, sondern wenn ich einfach in die Bibel hineinschauen kann und sehen kann, was andere Leute schon gebetet haben. Und ich kann einfach diese Gebete nachsprechen. Wir werden nun verschiedene unterschiedliche Gebete uns anschauen. Und wir können heute aber nicht auf jedes einzelne Detail eingehen beim Beten. Wir können nicht jedes einzelne Detail anschauen, das in diesen Gebeten drinsteckt. Doch ich möchte euch Anhaltspunkte geben, dass ihr, wenn ihr möchtet, diese Gebete auch in euren Gebetsleben aufnehmen könnt. Und es gibt unterschiedliche Arten von Gebet, welche in unterschiedlichen Situationen passen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe meinen Präsenter vergessen. Die erste Art von Gebet, die wir anschauen, das ist das Gebet für mich. In der Bibel finden wir ganz unterschiedliche Personen, die für mich oder für uns gebetet haben. Eines der bekanntesten Gebete davon ist das Gebet von Jesus in Johannes 17. Es wird auch das hohepriesterliche Gebet genannt. Und ich möchte euch einige Verse daraus vorlesen und dazwischen bete ich immer kurz, um selbst in dieses Gebet einzustimmen, das Jesus gebetet hat. Jesus hat gebetet zu seinem Vater und hat gebetet für seine Jünger, die direkt um ihn herum sind und auch für die, die von den Jüngern von Jesus hören. Und so können wir in diese Gebetskette hineinkommen. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt, Vater. Vater, du heiliger Gott, der du mit mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Ja, Vater, ich bete, bewahre mich, bewahre uns durch die Macht deines Namens, damit ich eins bin mit dir und mit Jesus, damit wir eins sein können mit dir und mit Jesus. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Vater, ich bitte darum, dass du die Freude, die Jesus erfüllt hat, auch uns erfüllt. Ich bitte dich
um seine Freude. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mache sie durch die Wahrheit zum Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ja, Vater, schütze uns vor dem Bösen. Mache uns durch die Wahrheit zu einem Menschen, der dir geweiht ist. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vater, ich nehme das für mein Leben an. Ich sage ja dazu, dass ich eins bin mit Jesus und ich eins bin mit dir, Vater. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich nehme die Herrlichkeit an, die du Jesus gegeben hast und die er mir verliehen hat, damit ich eins bin mit dir, Vater, so wie Jesus eins ist mit dir. Jesus in mir, Gott, damit die Welt erkennt, dass du Jesus gesandt hast. Amen. In diesem Bibeltext betet Jesus für uns. Er betet für Schutz, er betet für Bewahrung und er betet für die Einheit. Er betet für die Einheit, dass wir eine Einheit bilden können mit dem Vater und mit Jesus. Und er betet eben für seine Jünger und für diejenigen, die von ihnen hören und für diejenigen, die von denen hören, die von den Jüngern gehört haben. Und immer so weiter. Und deshalb können wir in dieser Gebetskette drin sein und sind da mitgemeint, wenn er da betet. Ist dir bewusst, dass Jesus für dich betet? Dass er gebetet hat für dich und dass er das immer noch tut? Paulus schreibt im Römerbrief 8, Vers 34, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, dass sie ist die Menschen, die an Jesus glauben? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Jesus tritt immer noch für uns ein. Und im Hebräerbrief steht, Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. In dem Moment ist Jesus da und er betet für uns und er tritt für uns ein. In meinem Alltag ist mir das häufig nicht so bewusst. Und doch merke ich, wie ich immer wieder Kraft daraus schöpfe, dass, hey, Jesus betet für mich persönlich. Und er betet für uns alle. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann glaube ich, dass wir uns wieder aufrichten können, dass wir gerade stehen können. Nicht, weil wir selbst so stark wären, sondern weil er für uns eintritt und weil er uns aufrichtet, wenn wir vielleicht gebückt sind, wenn wir nicht mehr können. Das ist eine Art von Gebet. Das Gebet für uns und für jeden Einzelnen persönlich. Eine zweite Art des Gebetes ist die Sündenbekenntnis. Ich vermute, dass in unserer Zeit weniger von dieser Art von Gebet gesprochen wird, weil das Wort Sünde nicht so zu unserem Zeitgeist passt. Doch Gott fordert uns auf, ihm unsere Sünden zu bekennen. Zum Beispiel im 1. Johannes schreibt er, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht.
Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Dazu kann man ein frei formuliertes Gebet sprechen. Wenn es jedoch schwierig ist, kann es einfacher fallen, die Bibel hervorzunehmen und einen Bußpsalm zu beten. Zum Beispiel Psalm 51. Da hat David, nachdem er Ehebruch begangen hat mit Bathseba und ihren Mann umbringen ließ, hat er diesen Psalm geschrieben. Und da dürfen wir mit einstimmen in seine Worte, wenn er schreibt: Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isopüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Du kannst einen ganzen Psalm mitbeten, du kannst vielleicht einen Teil mitbeten. Aber wenn du dazu kommst, schau nicht auf die Sünden, die ich begangen habe, kannst du auch genau die Dinge bewusst nennen, die dir einfallen, die du erlebt hast, die du gemacht hast. Und dann mach auch noch eine Absage an die Sünde. Nicht einfach nur eine Reue vom Sinn, sondern schade, dass ich das gemacht habe, bitte vergib mir da, sondern auch den Willen zu sagen, hey, ich will das nicht wieder tun. Es ist wie wenn du Blätter im Herbst in deinem Zimmer hast oder wenn du sonst Müll in deiner Wohnung hast und du nimmst es zusammen und sagst, hey, ich gebe das Ganze Jesus ab. Ich mache die Haustür auf, ich wische die Blätter raus, ich tue den Müll raus und dann gehst du wieder ins Haus hinein und dann ist es klug, die Tür zu schließen, weil sonst windet der Wind die Blätter wieder hinein. Und dann ist es immer, und deshalb ist es so wichtig, ich sage, hey, es ist rein, ich will diese Tür schließen. Die Tür, dass ich das nicht nochmal tue. Es kann natürlich sein, dass es wieder passiert, aber trotzdem nimm das in dein Gebet auf, zu sagen, hey, ich will das nicht mehr tun. Und ich bin überzeugt, dass die Worte der Bibel Kraft haben, wenn wir sie aussprechen und beten. Und deshalb ist es auch sinnvoll, dass wir mit biblischen Worten beten oder uns von biblischen Texten inspirieren lassen und dann selbst unser Gebet formulieren oder es eben auch aufschreiben und immer wieder beten können. Denn wenn wir einen Bibeltext zum ersten Mal lesen oder ihn zum ersten Mal beten, dann sind wir vor allem mit dem Kopf dabei. Weil wir uns konzentrieren müssen, was lese ich da genau, was steht da genau, verstehe ich alles, was da drin steht. Doch wenn wir diese Gebete immer und immer wieder aufsagen, dann werden sie einerseits zur Routine und sie rutschen immer wieder tiefer ins Herz hinein. Und wir verstehen sie immer besser, auch ohne ständig eine Konzentration darauf zu haben. Für manche ist das vielleicht das Vaterunser, das sie auswendig kennen und sagen, hey, das kann ich immer beten, das kann ich auswendig, das kann ich so mitnehmen. Das wäre auch ein weiteres Gebet dazu. Aber auch andere Worte der Bibel können wir nehmen und lesen. Und ich möchte euch ermutigen, probiert das mal aus für euch. Und wenn euch das beim ersten Mal nicht einfach fällt, das ist sogar wahrscheinlich, dass das nicht so einfach fällt, wenn ihr euch das nicht gewöhnt seid. Doch wenn wir diese Gebete immer wieder lesen und immer wieder beten, dann verinnerlichen wir sie uns. Und ich merke selber, wie ich durch diese Übungen ruhiger werde und wie ich das Wort Gottes besser verstehen lerne und wie ich dadurch auch Gott selbst besser verstehen lerne.
Und vielleicht kann ich irgendwann auch die biblischen Texte ganz auswendig und dann prägen sie auch meinen Alltag, wenn ich nicht gerade eine Bibel dabei habe. Beim Zugfahren, beim Velofahren, bei der Arbeit, in der Schule, beim Kochen oder Putzen. Und diese Worte prägen mich auch dann. Und lese doch mal die Bibel mit dem Blick, was spricht mich daran genau an? Und dann bete mit diesen Worten, die die Bibel sagt. Doch hierzu muss ich eine kleine Warnung geben. Schaut auch an, was genau da steht und schaut auch den Kontext an. Denn nicht jede biblische Aussage, die in der Bibel steht, ist eine Verheißung an uns. Es gibt auch Prinzipien, und die sind nicht unbedingt Verheißungen. Oder es gibt Verheißungen, die an eine bestimmte Person gedacht sind. Wenn es die Verheißung heißt, hey, wenn Gott zu David spricht, hey, deine Kinder werden auf ewig auf dem Thron sitzen, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt meine Verheißung, dass ich selbst mal der König werde. Oder in der Bibel stehen Prinzipien, welche nicht einfach als Verheißung gelesen werden können. Zum Beispiel Sprüche 22, Vers 6. Da heißt es, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Und wenn man den Kontext anschaut, merkt man, das klingt teilweise wie eine Verheißung, aber es ist ein Prinzip. Und das bestätigt auch die Wissenschaft und die Pädagogik und die Psychologie, was man in jungen Jahren lernt, das prägt einen für den Rest des Lebens. Das ist ein Prinzip, das schon in der Bibel festgehalten wurde. Aber es ist nicht so, dass es automatisch immer dann gelingt und als Verheißung gilt, dass das immer so sein wird. Es kann auch anders kommen. Es ist ein gutes Prinzip, aber es ist keine Garantie, dass es wirklich so kommt. Aber es gibt ganz viele Verheißungen in der Bibel, mit welchen wir frohen Mutes beten können, welche nicht nur für eine bestimmte Person gegolten haben, sondern auch allen Christen oder sogar allen Menschen auf der ganzen Welt. Und somit kommen wir zum nächsten Teil, das ist die Fürbitte. Hey, es stehen Verheißungen in der Bibel für alle Christen oder für alle Menschen und deshalb ist auch die Fürbitte so wichtig. Auch hier kann man ein frei formuliertes Gebet verwenden, aber man kann auch ein Gebet aus der Bibel nehmen. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Arten von Fürbitte. Es gibt die Fürbitte für Kraft, für Stärke, für Heilung, für Weisheit, die Fürbitte, dass jemand zum Glauben kommt und noch ganz viele, viele weitere. Und ich möchte mit den Versen aus Epheser 3, 14 bis 21 abschließen. Und sie auch beten, dass sie zum Segen für uns alle werden können. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, Paulus hat in den Versen davor das Evangelium erklärt, dass Gott uns rettet. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbeten vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus
Jesus erfahren. Jetzt von Patrick, der damit auch schon einige Erfahrungen gemacht hat.